Hallo und herzlich willkommen zu unserer Tierlist im Patch 11.15. Jetzt erfahrt ihr einen aktuellen Überblick über die Meta. Wir beginnen wie immer mit der Top-Lane und dort hat sich noch nicht wirklich was verändert, zumindest seit dem letzten Patch. Unser Top-Tier ist immer noch Dr. Mundo, Yorick und Garen und die sind auch sehr alleine an der Spitze und können nicht wirklich eingeholt werden. Wer dann wirklich erst wieder etwas stärker ist, aber doch einen großen Winrate-Drop hat, ist Tahm-Kench, Naso, Zed, Urgot und Trundle. Also diese bilden den oberen Teil des A-Tiers, wobei dort nochmal Tahm-Kench und Nasus deutlich stärker rausstechen. Zed ist zwar immer noch ein guter Champion auf der Top-Lane und auch einer, der ordentlich reinschmettert an Schaden, ist aber zurzeit eher besser gegen Melee-Matchups, die dann auch noch relativ squishy sind, also nicht wirklich Full-Tank unterwegs sind wie Tahm-Kench oder auch vielleicht ein Dr. Mundo oder ein Yorick. In der unteren Reihe habt ihr dann teilweise Counterpicks und Champions, die, wenn ihr sie richtig spielt, auch sehr stark sein können, zum Beispiel Klett und Kayle, wobei Kayle ein super Late-Game-Carry ist und im Early eher nichts zu sagen hat. Auf den letzten Champion, den ich dann noch hinweisen will, ist die Irelia. Sie ist zwar geändert worden und wirkt im ersten Moment deutlich stärker oder auch gebuffter, aber auf der Top-Lane hat sie bei dieser Meta aktuell wenig zu sagen und in der Low-Elo hat sie eine sehr, sehr schlechte Winrate, genauso wie der Darius unter ihr. Also das sind an sich starke Champions, wenn ihr sie spielen könnt und wenn ihr euren Gegner outclasst, sollte es aber nicht der Fall sein, dann ist sie einfach sehr schwach, somit überschätzt euch hier bitte nicht. Das war's damit aber soweit von der Top-Lane. Machen wir dann weiter mit dem Jungle und dort haben wir eigentlich eine relativ große Veränderung. Y hat ohne wirklich erklärlichen Grund die Spitze übernommen und Trundle ist nach seinem Buff sowohl im Profi-Liga als auch im Low-Elo-Bereich richtig stark geworden. Wer sonst noch in der Low-Elo richtig rausstechen kann, was in den anderen Elos nicht so der Fall ist, ist Shaco. Er ist ein schwieriger Champion, zumindest vom Spielen her, er kann aber richtig stark werden und er ist auch nicht wirklich leicht zu catchen, wenn ihr ihn richtig spielt. Dann haben wir hier wieder einen relativ großen Drop in die zweite Row, zumindest in die obere Reihe vom A-Tier. Und dort haben wir dann Shyvana, Amumu, Nocturne, Xing Zhao und Master Yi, die sich alle nicht wirklich was geben, aber unterschiedliche Spielweisen und auch Damage-Skalierungen haben. Shyvana spielt man aktuell auf Full AP, Amumu auf AP Tank, Nocturne auf vollen Schaden, Xing Zhao eher auf diesem, ja, AD Damage, aber auch Tank Part und Master Yi geht man einfach mit Full Attack Speed und On-Hit Damage rein und schlitzt da die meisten Tanks auf. Sonst haben wir drunter nochmal eigentlich auch genauso starke Picks, die sind dann aber von der Winrate relativ hart gedroppt und eher ein Counterpick zu den Champions drüber. Zum Beispiel gegen einen Master Yi könnt ihr jederzeit einen Rammus picken und gegen eine Shyvana, um eventuell mit dem Damage mithalten zu können, auch mal eine Diana reinforcen. Soweit war es das aber erstmal mit dem Jungle. Werfen wir dann einen Blick auf die Midlane und dort haben wir Malzahar, Heimerdinger, Vel'Koz und Irelia im S-Tier. Malzahar und Heimerdinger waren auch letzte Woche schon drin und das ist eigentlich nichts Neues, weil sie einfach in der Low-Elo eine so konstante Winrate aufbauen konnten über die letzten 6-7 Patches, dass sie dort oben auch ohne einen Nerf nicht wirklich vertrieben werden können. Wer jetzt hochgedroppt ist, weil er anscheinend doch sehr, sehr viel Damage mitbringt, ist Vel'Koz. Er ist ein solider Damage-Dealer, der gut poken kann und viel magischen Schaden mitbringt. Wer dann seit dem Buff endlich richtig hochgeschossen ist, ist Irelia. Irelia ist jetzt in der Midlane wieder richtig gut playable und haut dort auch ordentlich raus. Zudem ist sie ein solider Counter zu Malzahar, Vel'Koz und teilweise auch Heimerdinger, denn ihr könnt die Türme von ihm benutzen. In der oberen A-Tier-Reihe hat sich dann auch nochmal ordentlich was verändert. Dort ist Yasuo ordentlich angestiegen, dann kommt Texera, Diana, Lux und Pantheon. Wer hier ja wirklich neue überzeugende Champions sind, sind Yasuo und Pantheon. Sie haben seit dem letzten Patch einen starken Anstieg und gehen in der Winrate immer weiter hoch und können somit die Midlane Stück für Stück immer besser carryen. In der unteren A-Tier-Reihe haben wir dann noch solide Poke-Champions wie Six, Anivia und Viktor, die auch gut ins Late-Game scalen. Annie ist dann hier der One-Shotter, zumindest der Burst-Mage und dann haben wir noch Viego, der nicht wirklich überzeugen kann in der aktuellen Meta, aber in der Low-Elo sehr stark ist, weil er ein sehr stumpfes und einfaches Kit hat. Ab dem A-Tier haben wir dann einen soliden Winrate-Drop und alle Champions drunter sollten nur noch wirklich im äußersten Counter-Pick-Fall oder wenn die richtige Main-Side gepickt werden. Auf
der Botlane haben wir dann immer noch als OP-Picks den Six, den Kog'Maw und als dritten Champion diesmal die Ashe. An sich ist sie ein einfacher Champion, hat aber ein sehr hohes Damage-Potenzial und skaliert natürlich super mit der Lulu ins Late Game und kann somit die Lane, aber auch das Late Game in Teamfights dominieren. Sonst muss man ja zu Tank Kog'Maw wahrscheinlich nichts sagen mit Lulu und bei Six geht ihr einfach Full AP und knallt so in der Lane weg. Habt natürlich riesiges Damage-Potenzial und könnt sogar Türme sehr schnell einreißen. In unserer A-Tier-Reihe hat sich dann eigentlich auch nicht viel verändert. Jhin haben wir immer noch als den besten Pick im A-Tier, dann kommt Miss Fortune, Sivir und Tristana, die alle sehr auf einem ähnlichen Level sind und danach nochmal Vayne und Samira. Sonst hat sich da aber auch nicht wirklich was verändert, außer dass die Vayne gedroppt ist. In der unteren Reihe hat sich dann wirklich gar nichts verändert, da sind die Winrates legit genau gleich geblieben im Vergleich zu letzter Woche und somit habt ihr da eigentlich kein Problem, wenn ihr sagt, ihr wollt immer noch auf euren konstanten Draven, Jinx, Kaiser oder vielleicht auch auf den Twitch gehen. Wenn ich hier nochmal erwähnen will, Aphelios hat diesen Sprung jetzt in diese oberen Abteile ins A und vielleicht auch ins S-Tier nicht geschafft. Er ist wohlgemerkt jetzt sehr Cap, hat keinen Anstieg mehr der Winrate und wird dort weiterhin vorhanden sein. Schauen wir uns zum Schluss noch die Supporter an. Dort hat sich zumindest zur letzten Woche im S-Tier eigentlich nichts verändert, außer dass Nami etwas gedroppt ist. Sonst haben wir immer noch die Damage-Dealer, die einfach richtig hart reinpoken auf den Spitzen der Tierlists. Vor allem eine Syra, Brand und Xerath ballern richtig rein. Dann haben wir im A-Tier auf jeden Fall die Lulu, die ich hervorheben will. Die ist richtig stark mit Kog'Maw und Ashe, deswegen ist sie auch nochmal angestiegen im Vergleich zur letzter Woche. Dann haben wir einen Swain, der nochmal Damage reinhaut, genauso wie der Vel'Koz. Also er kann sich in der Midlane und auf der Support-Position durchsetzen und danach folgen die unterschiedlichen Champions, die teilweise sehr gute Counterpicks sind. Wie zum Beispiel eine Leona mit ordentlich viel CC, dann eine Soraka mit genügend Sustain, um genau gegen solche Poke-Champions wie Syra, Brand, Xerath, aber auch Vel'Koz zu bestehen und zum Schluss die Nami, die da ein kleiner Mix ist. Im unteren A-Tier haben wir dann nur noch Counterpicks, aber da hat sich nicht wirklich was verändert. Lustigerweise ist dann im B-Tier so, dass sich dort gar nichts verändert hat. Also wir haben letzte Woche verglichen mit dieser Woche an den Winrate-Stats und dort gibt es keinen minimalsten Unterschied. Also die Stats sind alle gleich, die Champions haben die gleiche Reihenfolge, also die Supporter sind zurzeit mit der Botlane die konstanteste Lane, wo sich wirklich sehr wenig verändert. Zumindest in den unteren Elos von Iron bis Silber und teilweise auch noch Gold. Alles drüber hat dann immer wieder unterschiedliche Drops oder halt verschiedene Champions, die mal kurz in der Meta sind. Das war es dann soweit erstmal mit unseren Tierlists. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Tierlist ist heute nochmal etwas später gekommen als normal. Demnächst wird aber immer konstanter produziert, da meine letzte Abgabe am Wochenende vorbei ist. Sonst wünsche ich euch viel Spaß im Ranked. Vergesst nicht, Hashtag Stuntable und haut die nächste Zeit ordentlich raus. Bis dann, ciao.